Bernd, ihr habt im Handelsausschuss einen Riesenerfolg zu feiern. Wir haben einen Europaerfolg zu feiern im Europaparlament. Es gibt eine neue Bestimmung zum Thema Dual Use. Was ist Dual Use? Was sind Dual Use Güter und worum ging es in dieser Abstimmung? Ja, Arne, erstmal schönen Dank für die Möglichkeit, hier darüber zu reden. Die Bestimmung ist leider noch kein Gesetz. Wir müssen noch mit dem Ministerrat verhandeln und das wird noch ganz hart. Dual Use nennt man Güter, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Und zwar militärisch in dem Sinne nicht nur, dass man damit kämpfen kann, sondern eben auch zum Beispiel Oppositionelle ausspähen kann und unterdrücken kann. Alle im Grunde das, was die Menschenrechte beeinträchtigt oder unterdrückt. Und da haben wir eine neue Gesetzgebung auf die Schiene gestellt, die eben eine Kontrolle des Exports dieser Güter sicherstellt, weil ich glaube, es macht keinen guten Sinn, wenn man eben aus der Europäischen Union heraus Diktaturen mit solchen Software- oder Hardware-Dingen unterstützt in ihrer Tätigkeit. Wen trifft es hierbei beispielsweise? Na, wir haben zum Beispiel im arabischen Frühling ja gesehen, dass auch aus Deutschland Software zur massenhaften Überwachung geliefert worden ist oder Trojaner geliefert worden ist, um Journalisten auszuspähen. Oder was jetzt im Iran passiert, ist auch basierend auf europäischer Software. Und das, glaube ich, ist einer wertorientierten Handelspolitik nicht gemäß. Ihr habt 5 zentrale Punkte durchgesetzt. Welche sind das? Zum einen wollen wir klarstellen, dass nicht nur Güter, die auf internationalen Listen als möglicherweise Dual-Use-Güter aufgeschrieben sind, kontrolliert werden, sondern eben, dass man auch schnell, wenn man einen Verdacht hat, dass der Endnutzer Software zum Beispiel zur Nichteinhaltung von Menschenrechten nutzt, dann eben auch eine Kontrolllizenz notwendigerweise erfragen muss. Wir wollen stärker die Verantwortung der Unternehmen auch heranziehen. Wir können nicht so tun, als Unternehmen quasi wertfrei ihre Sachen verkaufen. Die müssen mal gucken, wo die genutzt werden und auch sicherstellen, dass es keine Briefkastenfirmen gibt oder Unterabteilungen. Ganz beliebt ist zum Beispiel Dubai. Auch diese müssen unter die Kontrolle fallen. Und wir wollen auch, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, Transparenz haben. Bisher ist es völlig ein Dschungel. Wir wissen nicht, welche Anträge gestellt werden, welche genehmigt worden sind und welche nicht. Ich glaube, sowas gehört ans Licht der Öffentlichkeit. Und das dient, glaube ich, auch stärker einem Verständnis, dass wir nur die Dinge exportieren und nur die Regionen exportieren, die eben auch Menschenrechte achten, weil Menschenrechte gehen vor wirtschaftlichen Interessen. Der Catch-all-Ansatz, was verbirgt sich dahinter? Das ist ja einer der Punkte. Ja, dass wir früher haben wir eigentlich immer Listen gehabt, Helikopter oder Lastwagen. Und danach wurde eben bewertet, welche Produkte eine Exportgenehmigung brauchen. Bei Software, bei Hardware ist die technologische Entwicklung so rasant und manchmal eben auch erst sehr kurzfristig festzustellen, was man mit diesen Dingen auch für Schindluder treiben kann. Deswegen wollen wir, falls es einen Verdacht gibt, dass es auch Möglichkeiten gibt, hier Restriktionen einzuziehen, selbst wenn ein Produkt noch nicht auf so einer Liste ist. Mit diesem Bericht haben wir ein Wahlkampfziel, mit dem wir in den Wahlkampf gegangen sind, erfüllt. Es gibt weitere Berichte, die sehr fortschrittlich waren. Ich erinnere an den Bericht, dass keine Folterinstrumente im oder exportiert werden können. Auch das ist ja ein Novum damals gewesen, dass wir über die Mitgliedstaaten hinaus das festgelegt haben. Jetzt haben wir den Dual-Use-Ansatz, der ebenfalls dann in Gesetzesform gegossen werden muss, hoffentlich noch in dieser Legislatur. Und das Dritte wäre ja dann letztendlich, dass wir endlich auch dann noch einen Schritt weitergehen, nämlich den Voll-Use, sprich Rüstungsgüter, dass die auch europäisch harmonisiert und auch europäisch kontrolliert werden müssen. Natürlich. Ich denke, es hat sich rumgesprochen, dass wir, gerade wir Sozialdemokraten, für einen wertbasierten Ansatz in der Handelspolitik stehen. Und deswegen klar Exportverbot für Folterwerkzeuge und für Mittel, die zur Todesstrafenvollstreckung dienen. Klare Exportkontrolle für Dual-Use-Güter und in der Konsequenz auch klare Kontrolle für Rüstungsgüter. Die gehören nicht in Konfliktregionen und die gehören auch nicht in die Hände von Menschen, die andere Menschen damit unterdrücken.
Das ist ein Thema, womit ich mich auch beschäftige, jetzt als Verteidigungspolitiker der SPD, wo ich eben versuche, dass wir keine Rüstungsexporte mehr jetzt pro Land insofern klar geben oder nicht. Wir haben einen Katalog, der muss endlich rechtlich umgesetzt werden. Und es gibt sogar schon die Intention, auch Länder wie Saudi-Arabien beispielsweise hier ganz klar einzuzäumen, dass sie eben keine Rüstungsgüter geben. Und wenn dieser Ansatz vom Parlament schon besteht, finde ich das eigentlich eine gute Idee, wenn wir sowas wie eine Weltliste haben, wo das Europaparlament mit drauf guckt, in welche Länder überhaupt Rüstungsgüter exportiert werden. Wäre das eine Option? Na klar, weil wir bei Dual Use gucken wir ja auch schon in Regionen, Ländern, haben Kriterien, nachdem wir die Einhaltung der Menschenrechte beurteilen. Und Länder wie Saudi-Arabien fallen da in die besondere Beobachtung. Und für Export von Dual-Use-Gütern nach Saudi-Arabien bedarf es auch einer Genehmigung. Und ich bin der festen Überzeugung, angesichts der Menschenrechtsverletzungen, die in Saudi-Arabien stattfinden, dass man dort keine Dual-Use-Güter hin exportieren sollte. Und wenn dem so ist, dann kann es natürlich auch nicht sein, dass wir Rüstungsgüter dorthin exportieren. Ganz herzlichen Dank, Bernd. Das war Bernd Lange heute beim blauen Mikrofon Adalids fragt zu Europa. Schaut auf die Webseite von Bernd Lange und mir. Dort findet ihr mehr Informationen, auch zu dem, was hier gerade erklärt wurde. Alles Gute hier von uns aus Straßburg. So ist es. Tschüss.